Direkt an der stark befahrenen Hauptstraße von Eichenau steht die Friedenskirche. Pfarrer Christoph Böhlau macht gerne einen Rundgang in seinem Vorgarten. Der schaut auf den ersten Blick ziemlich wild aus, ist er aber nicht. Ach, das war so eine persönliche Idee von mir. Meine Mutter hat mir mal vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschenkt, Die Pflanzen der Bibel, so ein Klassiker war das, und das lag dann ewig im Regal. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, wie ich hierher gekommen bin nach Eichenau, das wäre doch jetzt die Chance, auch mal einen Garten der Bibel anzulegen. Was bei uns wächst? Wir haben Disteln und Dornen. Wir haben einen Mandelbaum. Wir haben einen Feigenbaum, einen Olivenbaum, eben den Maulbeerbaum. Neulich war das Bibelwort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, der Predigttext. Und da habe ich natürlich auf den Weinstock verwiesen, der da auf der Südseite wunderbar wächst. Oft kommt man nicht drauf. Wo steht jetzt in der Bibel was über Leinen? Und sie wickelten ihn in Leintücher, nachdem Jesus gestorben war. Der Ölzweig, den die Taube gebracht hat, als die Flut zu sinken begann und Noah dann die Taube ausgeschickt hat und dann wusste, jetzt sind wieder Bäume zu sehen, jetzt kann es wieder neu losgehen. Was von der Hauptstraße aus niemand vermuten würde, hinter dem Gemeindehaus wird es zum Teil richtig wild. Das große Grundstück ist auch ein wichtiger Punkt für das Umweltteam der Gemeinde, die schon seit 10 Jahren den grünen Gockel hat. Das gesamte Grundstück ist erstmal die Basis von dem, was wir hier haben. Und wir haben das große Glück, wir haben ein großes Grundstück und wir haben auch Gott sei Dank viel unbebaute Fläche. Da sind wir stolz drauf, das haben wir auch nicht erst seit der Umweltarbeit irgendwie initiiert, das war einfach schon so. Und wir schauen jetzt einfach darauf, dass das auch so bleibt. Also dass man nicht hergeht und immer mehr hier zu asphaltiert oder zu baut, sondern eher das Gegenteil. Wenn schon Baumaßnahmen laufen, dann am besten solche, die noch mehr freie Fläche schaffen, damit einfach Natur existieren kann. Der Wald ist ideal für die Kindergartenkinder, als Spiel- und Versteckplatz zum Toben und Lernen. Das Team vom Grünen Gockel denkt schon länger darüber nach, hier irgendwo mit den Kindern zusammen Gemüsebeete anzulegen. Aber erstmal gibt es ein Insektenhotel, damit die Kleinen bald lernen, wie wichtig auch die kleinsten Tierchen sind. Nicht alle alten Bäume sind Stürmen und Käfern gewachsen. Mal muss leider einer entfernt werden. Aber dafür wird immer ein neuer Baum gepflanzt. Wir haben hier tatsächlich in der Kirchengemeinde unwahrscheinlich gute Rückendeckung, sag ich mal so. Ja. Es wird sehr, sehr stark mitgetragen, sei es jetzt vom Pfarrer selber, vom gesamten Kirchenvorstand, auch von den Mitgliedern und der Kirchengemeinde und auch von den Ehrenamtlichen. Insofern sind wir in einer ganz, ganz glücklichen Situation, weil so kann man agieren. Gehandelt wird auch im Gemeinschaftsgarten zwischen Kirche und Gemeindehaus. Freitags beginnt schon am Vormittag der Aufbau fürs Café Campanile. Mit Kaffee und Kuchen, Spritz oder Eis und einem schönen Nachmittagsratsch. Eingeladen sind alle Nachbarn in der Regel, die sich gerne mal am Freitagnachmittag zu einer guten Tasse Kaffee und zu einem leckeren Kuchen hier im Gemeindegarten treffen möchten. Der Garten ist wirklich was ganz Besonderes. Also das finde ich war eine sehr gute Idee von Christoph, da auf uns zuzukommen, weil er wird eigentlich so fast nicht genutzt oder ganz wenig genutzt. Und sie haben sich so viel Mühe gegeben mit diesem Garten. Und dann ist es eine große Freude für uns, den zu nutzen und das auch zu füllen, mit Menschen zu füllen, die hier gerne herkommen. Und unser Kaffee heißt auch im Schatten des Glockenturms. Und immer am Nachmittag, wenn wir hier sind, ist Schatten. Und man kann hier sitzen und sich entspannen und Kaffee trinken. Aber der Garten am Glockenturm wird nicht nur zum Kaffeetrinken genutzt. Darauf legt der Pfarrer Wert. Ja, der Garten hier wird genutzt, wenn wir Gottesdienst feiern, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit.
dann ist es hier die wunderbare Ausweichmöglichkeit, die so gerne angenommen wird. Dann sitzen wir hier unter dem Schatten der großen Eiche und feiern Gottesdienst. Gottesdienste, Andachten, Kinderspiele, Gemeindefeiern. Für alle Bedürfnisse findet sich in irgendeinem Teil des großen Gartens rund um die Friedenskirche Eichenau ein passendes Eck.